Hallo Freunde, da sind wir wieder. Ja, wieder mal in Minecraft. Und heute bin ich mit dem Suichui da. Hallöchen. Ja, einige von euch haben sich ja gewünscht, dass Minecraft Tag und Nacht endlich mal weitergeht. Und naja, uns ist alle für eine ziemlich lange Zeit lang die Lust an Minecraft leider vergangen, weil wir halt so viel mit Minecraft in den vergangenen Zeiten zu tun hatten. Kennt ihr das, dass ihr ein Spiel suchtet und irgendwann habt ihr einfach keinen Bock mehr drauf? Und das war halt bei uns oder wohl eher gesagt bei mir der Fall. Jetzt aber, seit ein paar Tagen haben wir wieder ein bisschen öfter darüber gesprochen und heute auch ein paar Stunden gezockt, zusammen mit Misi, der jetzt leider pennen gegangen ist. Aber wir haben gedacht, wir sind noch frisch fröhlich drauf und wir nehmen noch ein bisschen was auf für diejenigen, die sich das schon seit längerer Zeit wieder mal wünschen. Ne? Natürlich, gerne. Auch ein Grund, warum ich schon lange kein Minecraft mehr aufgenommen habe, ist das Programm, was nicht mit Minecraft funktionieren zu scheint. Jetzt funktioniert es aber lustigerweise wegen dem neuen Launcher von Minecraft, ja, das hässliche Ding da, das ihr wahrscheinlich alle bemerkt habt. Naja, es gibt Neuigkeiten, Freunde. 1.6.2 ist draußen und wir sind heute schon ein bisschen frischfröhlich daran gewesen, diese zu erkunden. Und ja, was wir in dieser Folge ein bisschen vorhaben, soll eine kleine, lockere, gechillte Folge sein. Wir werden als erstes ein Dorf aufsuchen, um da mit einem Amboss oder halt einen Amboss mitzunehmen. Den brauchen wir nämlich für ein paar Sachen. Und ja, halt unsere Smaragde mal ein bisschen ausgeben. Ne? Wir haben hier eine komplett neue Welt gestartet heute und haben da ein bisschen Sachen gefarmt und so. Ja, das Haus sieht beschissen aus, aber ist auch nur so ein Zwischending, ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Hier haben wir unsere gefarmten Sachen, ja. Der Zoe hat mal ein bisschen gedickt wie so ein Zwerg, immer tiefer in die Höhlen rein und so und hat ein paar Diamanten mitgenommen, ein paar Smaragde und so. Allgemein viel Eisen mit ein bisschen Lava, da wir überall, wo wir hinkommen, solche Lavalöcher gefunden haben. Wir sind ein bisschen gereist und haben auf dem Weg noch etwas gefunden, was wir euch gerne zeigen wollen, was auch zur neuen Edition von Minecraft gehört. Und zwar haben wir hier ein paar neue Haustiere. Oh, darf ich vorstellen? Jolly, unser Hausesel. Der hat unter anderem ein paar Items von uns auf dem Buckel, der da rumträgt. Na, Jolly! Und das ist Misis Pferd, der hat leider noch keinen Namen, da er noch nicht da ist. Das ist Zoichus Pferd, die schwarze Memoire. Und hier ist natürlich mein Pferd, Pegasus. Wir haben denen gleich mal Rüstungen verpasst, einen kleinen Stall eingerichtet, einfach so, damit die nicht irgendwie obdachlos sein müssen. Naja, eigentlich haben wir es nur gemacht, damit sie uns nicht wegrennen, ne? So böse sind wir. Gut, ich würde sagen, wir steigen mal auf, ne? Klar doch. Und reiten mal los. Oh, hier, vielleicht die Tür sollten wir noch schließen. Boah, ja. Ansonsten haben wir Probleme, wenn wir nach Hause kommen. So, ja, so sieht das Ganze aus, Freunde. Es gibt jetzt Pferde und Esel und überhaupt und... Oh, warte mal. Ich verkack den Sprung jedes Mal. So, zack. Was wir jetzt machen werden, wir werden nach, wie gesagt, nach dem Dorf suchen, unseres Markt da hoffentlich ausgeben können. Oh, da ist schon ein Skelett. Auch werden wir unterwegs nach einem Enderman uns umsehen oder nach mehreren, weil wir brauchen Enderaugen, um uns eine Ender-Chest zu machen oder mehrere, am besten natürlich. Denn die brauchen wir wiederum. Oh, schau mal, da vorne ist noch ein Pferdchen. Wo denn? Hier, ein junges, ein kleines. Schwarz-weiß. Schau mal, wie süß. Und da ist ein Wolf. Im Wald. Ja, wie gesagt, wir brauchen halt Ender-Chests, um unsere Items über weitere Distanzen irgendwie zu tragen. Da der Esel zwar schon einiges auf den Buckel nehmen kann, allerdings nicht alles. Und ich würde jetzt mal sagen, wir haben keine Ahnung, wo so ein Dorf sein kann. Ich würde sagen, wir gehen ganz als allererstes in diese Richtung und dann vielleicht noch in die Wüste, wenn wir hier kein Glück haben, denn Dörfer befinden sich öfters mal in Wüsten und ich habe so die Hoffnung, dass ich hier noch was finde, allerdings, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube nicht wirklich dran. Ich glaube da nicht wirklich dran. Oh, ey, hier sind so viele Wölfe. Irgendwie gerade merkst du, die Zombies, das sind irgendwie voll viele gerade. Oh, hier ist ein Dschungel.
Oh. Okay. Hm. Umkehren? Hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Ach, da vorne ist ein Enderman. Cool. Ja, Freunde, nein, der Server laggt nicht, aber unser Pferd reitet so schnell, dass die Render Distance hinterher hakelt und deshalb haben wir so Ruckler in den Dingens. In den Reitdingens. Naja, wisst Bescheid. So, übrigens, wir sind hier auf Misi Server und da der gerade pennen ist, hat er natürlich die Creeper ausgeschalten, sprich, die können nicht explodieren, also sind sie nicht wirklich eine Gefahr für uns. Ganz anders wie die Endermänner. Und da hat nichts gespawnt, ne? Und natürlich die Spinnen. Aber die Creeper sind einfach standardmäßig auf diesem Server ausgeschaltet, da dieser Server auch die ganzen Kingdom Minecraft-Welten und so beinhaltet, ne? Wisst ihr Bescheid, damit da nichts um die Ohren fliegt. Meine Fresse. Aus dieser Richtung kam man, ne? So diagonal. Ja. Ah. Okay, ja, wäre schon toll, wenn wir auf dem Flachland irgendwie ein Dorf finden würden und nicht. Wow! Oh oh, oh, das war jetzt ganz knapp. Nicht irgendwie in die Wüste extra müssen, um da irgendwie was zu finden. Und das mit der Render Distance geht mir schon ein bisschen auf den Zeiger. Ja, das ist ein bisschen nervig. Aber okay, was will man tun? Da ist wieder Dschungel. Und da ist etwas Helles. Ich nehme an Lava, also Vorsicht. Ja, ich sehe schon, da gehen wir erst gar nicht hin. Ist besser für uns und unsere Pferde und unsere allgemeine Gesundheit. Hm. Pferde können übrigens nicht schwimmen, meine Freunde. Das haben wir auch feststellen dürfen heute. Oh ja, leider. Also sie können schon schwimmen, aber irgendwann werfen sie euch dann runter und ertrinken kläglich. Nein, ertrinken tun sie nicht. Sie können zwar irgendwie sich noch retten, aber es ist dann trotzdem nervig, wenn die dann irgendwo auf dem Meer rumpimmeln und ihr irgendwie, keine Ahnung, dahinter herhumpelt. Also es sieht ziemlich interessant aus hier, allerdings kein Dorf, ja. Schade. Schade, schade, schade. Ah ne, das ist auch Wald. Ich glaube ja weniger, dass im Wald diese Dörfer sind. Ja. Vielleicht hier, aber da können wir wiederum nicht rüber, weil da Wasser ist. Das ist doch nur ein Block tief, da konnte man noch rüber, oder? Ah ja, klar. Ich glaube, ja. Ja, klar. Ah, gut. Geht super. Hüppa! Man kann auch springen mit dem Pferd. Oh, cool. Hier ist mehr. Wow. Hat ja super viel genützt. Man kann auch springen mit dem Pferden, wenn man den gelben Bereich trifft, mit dem Aufladen von der Space-Taste, kann man zwei Blöcke hochspringen. Das ist so ein bisschen die Besonderheit am Pferden. Ist, glaube ich, noch ganz cool zu erwähnen. Naja, hier ist auch wieder nur Wald, ne? Ich glaube, wir kommen vom Dschungel. Oder aus der Richtung des Dschungels. Richtung, ja. Ich glaube, wir werden einfach mal so hier ein bisschen rundherum rennen, obwohl diese. Ah, obwohl es hier wieder Bäume gibt wie nix. Ja, Freunde, wenn ihr Pferde habt, dann vergesst es, durch Wälder oder Bäume zu rennen, so wie ich das gerade tue, weil ihr werdet euch nur aufregen. Ach du Kacke. Ihr werdet fast überhaupt nicht weit kommen. Bist du ins Wasser gefallen? Fast. Ihr werdet überhaupt nicht weit kommen, weil die Baumkronen nämlich in der Regel so niedrig sind, dass ihr da nicht durchkommt, da ihr mit dem Pferd drei Blöcke hoch seid. Und das ist ziemlich nervig. So, ja, irgendwo in diese Richtung. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verlieren, ne? Ah, du bist hinter mir. Gut. Naja, ich guck schon, dass ich dich irgendwie nicht aus den Augen lasse. Ja, das ist uns nämlich öfters passiert auf dem Weg zu unserer hierherigen Reise. Wir haben nämlich ziemlich schnell die Pferde gefunden. Und da die Pferde so schnell sind, ist man da ziemlich schnell mal aus dem Blickwinkel weg verschwunden. So. Ich glaube, hier sind wir wieder. Ja. Sollte zumindest das sein. Ich glaube, hinter diesem Berg ist unser Zeug. Oder? Sollte so sein. Oder brennen die Zombies. Also ich hoffe jetzt mal. Du kannst ja sonst mal auf die Dingens gucken, ne? Auf die Koordinaten. Mhm. Oh. Natürlich haben wir uns die Koordinaten aufgeschrieben oder halt einen Screenshot gemacht, damit wir uns nicht so verlaufen. Oder halt irgendwann wieder zurückfinden. Aber hier sind wir schon, schau. Ah, okay. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Das war ja mal nix. Ja. Komm, darüber.
Okay, jetzt ist die Schwierigkeit halt. Wie kommen wir über diesen verdammten Fluss? Moment, das muss jetzt ein ziemlich gekonnter Sprung sein. Okay, komm schon. Ich schieb's einfach rüber. Immer noch den besten Ton. Ja, bei mir hat's auch nicht geklappt. Ich hab zu lange gewartet mit dem Aufladen. Komm schon, Pegasus, schwimm mal ein bisschen hier. Sei mal nicht so faul, ey. So. Faules Pferd, ey. So. Oh, einen Kürbis könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Weil, wenn wir auf einen Enderman treffen, dann ist es doch... Ja gut, wir greifen ihn eigentlich sowieso an. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber egal, Kürbis ist Kürbis. So. Ich hoffe jetzt mal, dass da sich ein Dorf befindet. Und auch wenn sich da ein Dorf befindet, dass das Dorf irgendwie nicht einfach so ein Scheißdorf ist mit nichts, sondern irgendwie mal ein Dorf, was hat. Oh. Ja, in Kakteen solltet ihr, wenn möglich, nicht reinrennen mit eurem Pferd. Das ist nicht so gut. Oh, ich dachte, ich habe dich schon verloren. Wo bist du denn? In Diagat. Ah. Ja, die Wüste ist ja mal nicht so groß, ne? Nicht wirklich. Oder geht, die, ja noch, geht die noch weiter in diese Richtung? Ich glaube, die ist von der kleinen Insel einfach umgeben. Ich weiß es aber gerade nicht. Ja, hier ist schon wieder so ein behinderter Fluss. Moment. Nee. Alter, diesen Sprung schaffe ich nie, ne? Ohne Anlauf. So, jetzt zum Beispiel schaffe ich ihn perfekt, aber wenn es darum geht, übers Wasser zu gehen. Ich glaube, diese Wüste hier ist schon ein bisschen größer. Oh Mist. Was denn? Komm nicht rüber. So, jetzt. Ach, da. Oh, wo bist du? Hier, vor dir. Ach, da hinten, okay. So. Okay, hier ist schon wieder Wasser. Wahrscheinlich das Meer. Dann reiten wir mal in diese Richtung. Und hoffen mal, dass das Meer nicht so bald wieder da ist. Was es aber ist, natürlich. Meine Fresse, was ist das für eine kleine Wüste hier? Weiß es nicht. Hey, ist... Oh mein Gott. Okay, dann gehen wir halt in diese Richtung, weil da geht die Wüste noch weiter. Zum Glück sind wir jetzt ein bisschen schneller unterwegs wie zu Fuß. Zu Fuß würde das Ganze noch einiges nerviger sein, kann ich mir vorstellen. Oh, da geht's noch weiter. Anscheinend. Aber schon wieder so ein verfickter Fluss, ey. Ach, da ist ein Biomwechsel. Aber hier gibt's auch noch Wüste im Moment. Gibt es hier eine geeignete Stelle zum Drüberjumpen? Komm! Ja, geschafft! Komm schon! Nein! Ich springe immer viel zu spät ab. Wow, was war das? Ach, schon wieder so ein Kaktus. Okay, cool. Wüste auf Eis. Sehr cool. Und hier sind wieder Wölfe. Oh, ich habe leider keine. Doch, ich hab Knochen. Ich hätte hast du schon wollen? Ich hätte Knochen hier. Oh, es hat sogar geklappt. Lol. Sehr cool. Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch einen Hund im Team. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Leider. Dieser Biomwechsel ist wirklich nervig. Obwohl die Wüste hier noch weitergeht. Aber halt auch nur minim wahrscheinlich, ne? Diese Kakteen. Ja, da ist schon wieder das Meer. Ist der Hund gerade in den Kaktus reingelaufen? Ah, dummer Köter. So. Ja, egal, dann gehen wir halt mal hier übers Eis. Pferde können nicht schwimmen, aber übers Eis schlittern können sie trotzdem. Schau mal hier, voll driften, so. Okay. Wo gehen wir denn hin? Oh, nein, nicht ins Eis einbrechen, Freunde. Das ist nicht gut. Mein Pferd ist nämlich schon mal unter den Eisschollen verschwunden. Und ich musste dann das Eis dann aufkloppen, damit es nicht ertrunken ist. Das war ein ziemlich heftiges Erlebnis. Hat uns geprägt für das weitere Leben. Ja, die Lags sind schon ein bisschen scheiße. Was mache ich denn, wenn die Render-Distance Sichtfeld
Ach so, das ist das hier. Was mache ich denn, wenn das Dingens... Wo ist es denn? In Grafikeinstellungen? Ah, hier, weit, normal. Leckt es denn auch so? Nee, bei normal ist es genauso. Leider. Tut uns leid, Freunde, aber es ist einfach so. Da muss man irgendwie nochmal gucken, wie man das besser hinkriegen kann. Vielleicht mit dem nächsten Server-Patch geht es besser. Ja. Jetzt können wir ja Notch nicht mehr die Schuld geben, aber ja. Wer macht das eigentlich jetzt? Weißt Jeb, glaube ich, oder? Wer? Jeb. Wer ist das? Es ist doch irgendwie ein Kumpel von Notch, oder? Ich weiß es nicht wirklich, aber... Okay. Naja. Ich versuche immer so ein bisschen im Flachland zu bleiben, da ich denke, dass im Flachland die besten Chancen bestehen, so ein Ding zu finden. Aber hast du schon mal ein Dorf in einem Winterbiom gefunden? Nein. Ich auch nicht. Leider. Okay, da ist schon wieder mehr. Kürbisse sind aber auch irgendwie überall. Ich kann schwören, die waren mal seltener. Alles war mal seltener. Wölfe waren mal extrem selten. Ich habe mal 20 Stunden nur Wölfe gesucht. Habe ich irgendwie zweimal gefunden. Die mir natürlich. Die Klippe sieht genial aus. Welche denn? Die hier rechts. Die da? Ja, hat schon was. Oh, da oben spielt jemand Skyblock. Oder wie hieß das Scheißding da? Nicht Skyblock. Irgendwas mit Sky. Glaube ich. Ja, wo du irgendwie so eine kleine Insel hast und irgendwie aus dem, wo du hast, dann irgendwie was machen musst. Na, Wayne. Oh, fuck. Alter, was für komische Sachen hier spawnen. Diese unendliche, weißt du, die Wüste war übelst klein, aber hier, dieses Biom hier ist einfach mal ultra riesig. Ja. Oh, ein Enderman. Attacke! Okay, ich nehme wahrscheinlich besser mal das Eisenschwert. Ja, komm mal runter, komm. Ein Baum, ey. Alter, ekelhafter Typ. Wo ist er? Hä? Ist er da vorne? Nee. Wo ist er denn? Enderman! Ich reiß dir die Augen aus. Wo ist er denn? Er hat sich versteckt. Diese Endermänner, ne? Die verstecken sich immer. Ja. Kleinen Pisser. Kurz bevor sie sterben, hauen sie immer ab. Na, egal. Kann man nichts machen. Okay, links ist wieder mehr. Müssen wir uns rechts halten. Dem Sonnenuntergang entgegen, so wie die alten Cowboys. Meine Fresse, nichts außer Eis und Schnee. Ist eigentlich immer so. Diese Dörfer findet man fast wirklich, nur wenn man sie nicht gerade braucht. Ja, ne? Wir haben nämlich schon unterwegs circa zwei Dörfer gefunden. Also ein Dorf und irgendwie so eine Pyramide oder so. Oder zwei Pyramiden sogar. Und jetzt, wo wir was suchen, finden wir natürlich nichts. Okay. Bist du noch da? Ja, ich guck nur, dass ich hier nicht zu viel falsch habe. Kriegst du eigentlich nicht. Sehr selten. Und das Pferd hält auch ziemlich viel aus. Muss man auch mal sagen. Und es regeneriert sich ja die ganze Zeit wieder. Ja, ich hab dich verloren. Warte mal. Ich war doch gerade eben noch vor dir. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade in der Nähe von den Bergen. Ich bin gerade bei so einem... Wobei ich jetzt überall sehe, das ist dumm. Wo bist du gerade bei X? Warte mal, du musst mich doch... Ich war... Vor zwei Sekunden warst du noch hinter mir. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt auf einem kleineren Hügel hier. Kleinerer Hügel, da hinten ist eine. Einfach geradeaus, wo du warst. Warte mal, siehst du den großen Berg? Geh mal darauf. Ja, okay, ich glaube, du meinst den hier. Da, wo du keinen Fallschaden haben wolltest. Genau da bin ich jetzt. Dem okay, Hügel. Warte, komm, ich,
Dann komme ich. Wo bist du nur hin? Ich bin weiß es gerade selber nicht. Gerade ausgelaufen. Ich glaube, es war hier ungefähr. So. Da oben bist du. Wo bist du denn? Warte, ich komme. Ach, da hinten? Ah. Ja, warum bist du zurückgelaufen? Ich bin gerade einmal aus rum um den Berg gelaufen. Ach so. So. Über den Berg gejumpt. Mein Pferd ist gleich tot. Ah! Was? Mein Pferd hat noch volles Leben, Alter. Ich hab drei, das regeneriert sich nicht mehr. Was? Wie das denn? Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht selber was essen? Alter, mein Pferd ist schon wieder oben. Es hat gerade ein bisschen Leben verloren durch den Sturz und ist schon wieder oben. Meins reckt nicht, das ist das Ding. Hä, warum nicht? Ich weiß es nicht. Okay, komisch. Dann sollten wir vielleicht mal irgendwann eine Break machen. Oh. Bevor unser Pferd noch abnippelt. Und vielleicht hier irgendwo mal eine ruhige Minute. Alter, wie weit geht dieses Biom? Das ist nicht normal. Schau dir mal an, wie weit das geht. Ja, ich seh's. Nicht normal, ey. Hier ist Sand. Wo? Hier oben. Lol. Vielleicht da hinten. Nee. Okay, das ist ein weiterer riesiger Berg. Eieiei. Hier ist auch wieder Sand. Ah, da ist schon wieder so ein kleines Zombie-Baby. Was, wo? Hier hinter dir. Wo denn? Hier. Ach so. Ja, diese scheiß Zombie-Kinder, die verfolgen mich die letzten Tage. Komm. Hasso, mach den Zombie-Kind kaputt hier. Ich sehe das nicht mal wegen diesem scheiß Pferd. Ja, dafür haben wir ja jetzt unseren Wachhund. Unseren Wachköter. So. Ach du Kacke, wie weit dieses Biom reicht, ey. Das ist nicht normal. Wir reiten in eine Richtung, ja. Es ist ja nicht so, als ob wir im Kreis rennen oder so, sondern geradeaus. Und da geht's einfach immer weiter. Alter Schwede, ey. Schulz wird immer noch der Heimweg sein. Ja. Wow, okay, das ist keine gute Idee. Wow! Okay, hier sind wir am Meer, ne? Ja, hier endet aber wieder. Hier wird's wieder zu Wasser. Aber das sind's Endlose. Ich würde sagen, wir... Wo könnte denn... Lass uns mal hier über das Eis rennen. Ist eigentlich ganz schön gefährlich, was wir hier tun, ne? Ja. Freunde, nie mit eurem Pony übers Eis schlittern. Ansonsten gibt's Eis am Stiel. Oh. Oh, was ist das denn hier? Wow. Ein Bäumchen. Ganz allein. Oh, das sieht cool aus. Das ist echt cool hier. So eine Schlucht. Ja. Nur gucken, dass wir da noch irgendwie heil rüberkommen. So, komm, spring. Wow, fuck. Achtung, nicht da runterspringen, sonst bist du direkt tot. Wahrscheinlich. Weil du ja nur noch 3 Leben hast oder so. Oder hast du mittlerweile mehr? Nee, aber ich glaube, wenn sich die orange Leiste aufgeladen hat, geht's wieder. Ja. Ja, du musst halt da auch dein Leben retzen, ne? Scheiße. Ich bin runtergesprungen. Habe ich nur noch ein Leben. Du hast ein Leben oder das Pferd? Das Pferd. Also das Orange hast du nur noch ein Leben. Nein. Orange ist noch mehr. Achso, ja. Das linke ist mein Leben. Ja, klar. Was sonst? Ach so. Du musst was fressen, Alter. Sonst Warte stirbst mal. Du. Du hast keine Ausdauer mehr, wahrscheinlich. Okay. So.
Freunde, ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Rast. Und im nächsten Part gehen wir weiter auf die Suche nach dem Dorf. Ne, ist ja noch nicht so viel passiert, aber einen kleinen Ausritt haben wir jetzt gemacht. Im nächsten Part hoffentlich finden wir dieses Scheißdorf. Und ob wir wieder nach Hause kommen, oh, das ist hier die Frage. Okay, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.